Wir wollen heute auch schauen auf einen Text der Heiligen Schrift, den wir in der, nicht in der Karwoche direkt, aber in der Fastenzeit hören, der uns aber unmittelbar in das Pascha-Mysterium hineinführen wird. Es ist ein Text, wo es um Versöhnung geht. Was tun denn Sie, wenn Sie einen Menschen gekränkt haben? Und vor allem, wenn Sie diesen Menschen vielleicht sogar mögen oder lieben? Ich denke, das, was Sie tun, ist klar. Sie werden hingehen, Sie werden um Verzeihung bitten. Vielleicht tun Sie auch ein Zeichen Ihrer aufrichtigen Versöhnungsbereitschaft mitbringen, nämlich einen Blumenstrauß vielleicht oder sonst irgendein kleines Geschenk. Es deutlich macht, ja, ich möchte wirklich Vergebung bitten und mich mit dir wieder versöhnen. Und so ähnlich muss man auch den Tempelkult in Jerusalem verstehen. Die Juden sind nach Jerusalem gegangen in den Tempel, um Gott dort um Vergebung für ihre Sünden zu bitten. Und sie haben dort Schlacht- und Brandopfer dargebracht, also Sühnopfer, mit denen sie Gott um Vergebung gebeten haben. Die Opfer sind wie diese Zeichen, wie diese Blumen, die andere uns vielleicht bringen, sind wie diese Zeichen, die zeigen, wir wollen wirklich Versöhnung. Also der Tempelkult in Jerusalem hat schon etwas Besonderes an sich. Es war etwas, wo Menschen Gott zeigen wollten, wir bitten dich ganz innig, uns unsere Sünden zu vergeben, uns mit dir wieder zu versöhnen. Und Jesus hat in diesen Tempelkult einen ziemlichen Wirbel hineingebracht. Wir hören davon in Johannes 2, 13 bis 22, also diese Lesung, die wir, ich glaube, am dritten Fastensonntag hören. Da wird geschildert, wie Jesus nach Jerusalem geht, am Pascha-Fest und in den Tempel und wie er dort Verschiedenes antrifft. Nämlich ganz, ganz viele Menschen. Am Pascha-Fest sind besonders viele Menschen in Jerusalem und im Tempel. Die kommen aus der ganzen damals bekannten Welt, wohin die Juden ja durch die vielen Kriege zerstreut worden waren. Sie lebten seit Jahrhunderten schon in der sogenannten Diaspora, also überall in Nordafrika, in Rom, in Griechenland. Und diese Menschen hatten aber eine tiefe Sehnsucht in sich, wenigstens einmal im Leben, wenn möglich, aber auch öfters nach Jerusalem in den Tempel zu kommen, um dort das Pascha-Fest zu feiern, also Gott dieses Versöhnungsopfer darzubringen. Und deswegen waren zum Pascha-Fest, war der Tempel, kann man sagen, überlaufen. Und es war ja klar, dass man das Opfertier jetzt nicht am Strick hinter sich herziehen konnte, von Afrika bis nach Jerusalem zum Beispiel oder von Rom. Deswegen hat man im Tempel ganz viele Opfertiere bereitgehalten für diese Menschen aus dem Ausland, die hierher kamen, um ein Pascha-Opfer darzubringen. Lämmer, Tauben, alle möglichen anderen Tiere, die Menschen Gott geopfert haben. Und sie wurden im Tempelvorhof verkauft, angeboten zum Verkauf. Wir können uns also ein buntes Treiben vorstellen im Tempelvorhof, besonders jetzt schon zum Pascha-Fest. Viele Menschen, viele Tiere. Man hört das Feilschen um den Preis, man hört das Geklimpere des Geldes und die Tiere haben ja auch eine Stimme, die hört man auch. Also ein riesen Tumult im Tempel und das hat Jesus nun offensichtlich nicht gefallen. Da packte ihn der Zorn, heißt es, und er machte sich eine Geißel aus Stricken und trieb nun die Händler samt ihren Tieren aus dem Tempel hinaus, warf die Tische der Geldwechsler um, sodass das Geld sich auf dem Boden zerstreute und vermischte. Wir können uns das gut vorstellen, was für ein Tumult das war. Alle rennen hinter ihren Tieren her, alle stürzen auf den Boden, um das Geld zusammenzuraffen, stoßen sich gegenseitig. Also es war ein Chaos. Und Jesus sagt in dieses Chaos hinein, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Natürlich war dieser Tempelsturm jetzt nicht gerade auf das Wohlwollen der Leute dort gestoßen. Man kann sich das vorstellen. Und sie stellten ihm die provokative Frage, mit welchem Recht tust du das? Und darauf gibt er die Antwort, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Klar, die Leute drumherum sagten, der spinnt, der ist verrückt. Wie kann der diesen Tempel massiv mit den dicksten Quadern, die man sich vorstellen kann, riesig, wie kann der diesen Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen? 46 Jahre haben unsere Väter daran gebaut. Also völlig unverständlich. Und damit wir es verstehen, schreibt der Evangelist dann ergänzend dazu,
Jesus aber meinte den Tempel seines Leibes. Und als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Wir wollen uns jetzt heute Abend einmal dieses rätselhafte Wort Jesu anschauen. Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Der Tempel der Juden in Jerusalem war für die Juden das Zentrum ihres Glaubens. Der Tempel war zunächst einmal der Ort der Gegenwart Gottes in seinem Volk. Man dachte, Gott thront auf der Bundeslade im Tempel. Auch später, als die Bundeslade gestohlen war, war der Tempel immer noch für die Juden der Ort, an dem Gott präsent ist, mitten in seinem Volk. Der Tempel war aber auch die Opferstätte. Nur in Jerusalem im Tempel konnte man Tieropfer darbringen, Versöhnungsopfer. Also wer sich mit Gott versöhnen wollte, wer seine Gegenwart erfahren wollte, musste nach Jerusalem pilgern, egal wie weit er am Ende der Welt vielleicht sogar lebte. Da, wo die Juden sonst hin verstreut waren, gab es keine Tempel, sondern nur Synagogen, Gebetshäuser. Dort hat man die Heilige Schrift gelesen, Wortgottesdienste gefeiert, aber Opfer, Versöhnungsopfer konnte man dort nicht darbringen. Wenn Jesus nun hier im Johannesevangelium sich selbst mit dem Tempel bzw. seinen Leib mit dem Tempel in Jerusalem identifiziert, dann will er sagen, ich bin der neue Tempel. Ich bin der neue Tempel und in persona bin ich der Ort der Gegenwart Gottes unter euch. Ihr braucht eigentlich diesen Tempel aus Stein, der an einem begrenzten Ort der Erde steht, gar nicht mehr. Überall, wo ich bin, ist Gott gegenwärtig, unmittelbar. Und Jesus, der in dem Gott gegenwärtig ist, der ist nun überall, nämlich überall, wo wir Eucharistie feiern. Er sagt ja in der Eucharistiefeier, das ist mein Leib. Und hier sagt er, der Tempel ist sein Leib. Also überall, wo wir Eucharistie feiern, ist Gott unmittelbar gegenwärtig in seinem Tempel, im neuen Tempel in Jesus Christus. Und das Besondere an diesem neuen Tempel ist, dass er auch nicht nur irgendwo in einer Kirche ist, wo man heilige Messe feiert, sondern Jesus kommt ja in der Eucharistie auch zu uns, wenn wir ihn in der Eucharistie empfangen, in unser Herz. Und deswegen sagt doch der Apostel Paulus nicht umsonst, ihr seid ein Tempel Gottes. Wir tragen Gott, seine Gegenwart in uns. Und deshalb überall, wo Eucharistie gefeiert wird, überall dort haben wir im Grunde den Tempel, den Ort der Gegenwart Gottes. Aber gehen wir jetzt zurück nochmal zum Tempel in Jerusalem. Er ist ja nicht nur Ort der Gegenwart Gottes unter den Juden, sondern auch Opferstätte. Man hat dort Tieropfer dargebracht, ich habe schon gesagt, um sich mit Gott zu versöhnen. Jesus will deutlich machen, ihr braucht keine Tieropfer mehr, denn ich bin das Opfer. Und ich habe mein Leben einmal und für immer für euch dargebracht am Kreuz. Und dieses Opfer dient dazu, euch mit Gott zu versöhnen. Deswegen braucht es jetzt keine Tieropfer mehr, denn Jesus ist ja der ewige Sohn Gottes. Und was der ewige Sohn Gottes tut, ist ewig, hat immer Bestand. Und deswegen besteht auch das einmalige Kreuzesopfer Jesu in Jerusalem, natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt dargebracht, besteht aber durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Und immer, wenn wir Eucharistie feiern, treten wir in dieses Opfer, das ewig ist, weil Jesus ewig ist, in dieses Opfer ein. Und er wendet uns die ganze Versöhnungskraft dieses Opfers ganz persönlich zu. Wir brauchen also keinen Tempel mehr in Jerusalem. Wir brauchen keine blutigen Tieropfer mehr, sondern wir haben all das geschenkt bekommen in Jesus Christus. Die Opfer in Jerusalem, die man im Tempel dargebracht hat, waren menschliche Opfer, menschliches Tun. Sie waren nicht viel mehr als eine Bitte an Gott, er möge doch uns Vergebung schenken und uns mit sich wieder versöhnen. Das Opfer Jesu ist genau umgekehrt. Nicht wir bringen dieses Opfer dar, sondern Gott selber bringt sich in Jesus Christus uns zum Opfer dar. Er schenkt uns praktisch die Versöhnung. Er bietet sie uns an
aus reiner Gnade, ohne dass wir irgendetwas dafür ihm anbieten müssten. Aber eines müssen wir tun. Wir müssen diese Erlösung auch annehmen. Sie wird uns nicht einfach übergestülpt. Wir sind nicht zwangsweise erlöst, sondern wir müssen diese Erlösung in freiem Willen aktiv entgegennehmen. Und das ist es, denke ich, was wir in dieser Fastenzeit und besonders jetzt in der Karwoche feiern, nämlich das Geschenk der Erlösung, das Geschenk der Gegenwart Gottes in uns, in unserem Herzen, aber das Geschenk der Versöhnung mit Gott. Und wir wollen es nicht nur dankbar feiern, wir sollen es auch annehmen. Wir dürfen wissen, egal ob wir in Dänemark sind oder ob wir in der Schweiz leben oder in Deutschland oder in China oder in Südamerika, überall ist das gleiche Opfer Jesu präsent, ist der gleiche Tempel Jesus Christus präsent. Von daher wollen wir wirklich dankbar daran denken und uns mit all den Menschen verbinden, denen das gleiche Versöhnungsopfer geschenkt wurde wie uns. Und wir beten für all die heute Abend, die es nicht verstehen und nicht annehmen wollen.